Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wohnschmieden-Perks, kalter Rückenschauer, hartem Nehmen, Selbstfürsorge. Okay, das ganz hinten, das war bloß ein Jake, ich dachte, das wäre der Killer. Und ein viertes durfte ich mir aussuchen, da habe ich mich für Wiederaufleben entschieden. Ich habe mir gedacht, Selbstfürsorge sorgt ja dafür, dass man sich in 32 Sekunden voll heilt. Und es dauert schon ein ganzes Weilchen. Deshalb habe ich mir gedacht, falls ich vom Haken gerettet werde, habe ich mit Wiederaufleben sofort 50%, ne, bin ich sofort 50% geheilt. Was eine coole Sache ist. Und falls der Retter, zum Beispiel Jake, rettet mich, nicht dazu kommt, mich zu heilen, könnte ich mich mit Selbstfürsorge selbst auch einfach voll heilen. Und das würde dann halt nur entsprechend 16 Sekunden dauern. Also es war so ein bisschen die Idee aus dem Wiederaufleben. Ist eigentlich ein cooles Perk. Sieht man auch recht selten. Daher dachte ich, ist es mal Zeit, das mitzunehmen. Okay, wir spielen gegen Leatherface. Der hat hier auch schon angefangen, den David zu jagen. Wir haben den ersten Gen durch. Dort ist der nächste. Hier ist auch schon jemand dran. Ja, Claudette, perfekt. Wir arbeiten zu dritt. Heißt, der wird auch nicht lange auf sich warten lassen. Ich glaube, David wird gerade noch gejagt. Kalter Rückenschauer. Kalter Rückenschauer zuckt immer so ein bisschen. Ah, die Tatsache, dass kalter Rückenschauer immer nur so ganz kurz aufblinkt und nicht, ne, voll geleuchtet bleibt, spricht für mich dafür, dass der irgendwo in der Nähe David jagt. Ich hab halt auch gerade überhaupt doch dort. Dass der halt irgendwo in der Nähe David jagt und die gerade um irgendwas drum rumlaufen und deshalb nur mal kurz kalte Rückenschauer aufblinzt, weil der halt nur mal kurz in die eine Richtung guckt, während er halt hinterher rennt. Okay, ich gehe direkt zu dem Gen. Jake sucht sich dort was. Okay. Ja gut, David hält den echt gut hin, ne? Wir haben jetzt hier auch schon zwei Gens direkt durch, der hat noch keinen Haken gemacht. David muss nur aufpassen, dass er nicht irgendwie in Kellernähe klein geht, weil gegen Leatherface und Keller retten ist immer, das ist immer sehr, sehr anstrengend und schwer. Hallo, Claudette. Okay, ich dachte gerade, hinten wäre eine Aura, ne? Das Orangenabel ist einfach nur die Fiole, die am Killerhaken hängt. Ich dachte gerade, hä, greift er den aus dem Schrank raus? Aber nein. Es bewegt sich ja nicht. Das hinten ist David. Ja, Aura-Farben sehen auch ein bisschen anders aus, aber das sah ähnlich genug aus. Okay. Krass, wir haben gleich mit dem Gen den dritten Gen durch. Bei, wenn der den David jetzt hier in die Nähe hängt. Nee, der David kommt runter in den Keller. Der David wurde dort hinten niedergemacht und der Killer ist den Weg von dort hinten bis hierher gelaufen. Und hört ihr es? Herzschlag ist direkt weg. Kalter Rückenschauer ist noch aktiv, also war gerade eben noch aktiv. Der steht hier unten. Der steht dort, ja. Ich sehe dort eine Hand. Seht ihr das beim Schrank? Nicht ganz klein, da ist halt eine Hand und die Schürze. Der steht und campt mit heimtückisch. Kühlmoon, okay. Nee, was war das? Irgendwelche Maschinen, die doch Geräusche machen? Okay. Ja, nee, der campt mit Insidious, also mit heimtückisch, den David unten im Keller zu Tode. Wenn ich da jetzt reinrennen würde, dann wäre ich halt auch tot. Bringt nichts, daher. Ich habe auch keine geliehene Zeit. Der David, der würde da nicht lang von leben. Ja, lieber ganz durchziehen. Ich hoffe mal, mein Team weiß das auch und dass sie mich retten gehen sollten. Keine guten Geräusche. Ja, Claudette. Er hat auch einen Addon dabei, dass wenn er jemanden mit der Säge trifft, dann ist die Person gefährdet. Nicht gefährdet, sondern gebrochen. Wir müssen aufpassen, es ist immer noch ein Leatherface, der mit heimtückischem Keller unten campt und die Leute mit eisernen Griff dort runter trägt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Nowhead hat. Und Jake ist gerade auch mit da runter reingerannt, ne? Oh, Jake. Deshalb werde ich jetzt den Gen nicht. Du. Nein! Ich wollte den Gen nicht machen. Okay, er nimmt den Jake direkt mit. Okay. Na nee, ich gehe jetzt zum Tor. Also ist ja Quatsch, jetzt dort unten auch noch mit zu sterben.
Zumal ich halt, wie gesagt, davon ausgehe, dass er auch noch Nowhere hat. Es sieht man halt ganz oft so in Kombination, heimtückisch. Keller, also ne, Perks, womit man weiter tragen kann und halt noch Nowhere. Die Strategie dahinter ist, dass man halt jemanden den Keller runterräumt oder an irgendeinen günstigen Haken die Person dann einfach campt und Nowhere hat, dass er einen den Rücken frei hält. Deshalb ist auch Nowhere halt auch, also ich finde an sich, Nowhere ist vollkommen feines Perk. Das Nervigste ist halt wirklich nur, wenn es halt dafür genutzt wird, wenn halt, ne, in dieser Camp-Strategie. Man campt eins tot und hat dann halt noch Nowhere, um halt die anderen zu holen, weil die beste Strategie gegen das Campen ist es halt, Gens durchzuziehen. Und mit Nowhere, Gens durchzuziehen und dann kannst du halt nicht Totems noch machen, um halt Nowhere vorzubeugen. Ne, er hatte kein Nowhere, er hatte Verblüffen noch gehabt, okay. Naja, ja, ich erzähle halt die Geschichte, ne? Naja. Aber gut, ich glaube, es war halt das Einzige, was ich hätte machen können, ne? Naja, lieber entkommen, weil der steht garantiert auch wieder im Keller unten und campt dort mit heimtückisch, ohne... Ich hab... Nee, reinzurennen ist tot. Gut, ja, hieran kommt noch eine zweite Runde, also bis gleich. Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebt... Ach Quatsch, ja, und dann sind wir auch schon in der zweiten Runde. Perks sind gleich geblieben, mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Okay, ja, ich habe kurz vergessen, dass ich ja nochmal suche. Okay, irgendwas mit normalem Herzschlag. Also Feinsteller, Geist, Hinterwelt, nee, Hinterwelt hat einen besonderen Feinsteller. Okay. Ja, das war ein bisschen zu riskant, mich da auch direkt hinzustellen und zu heilen. Ja, ich laufe direkt weg. Ich laufe direkt weiter weg. Ich halte mich am besten auch von beiden Kellern nach Möglichkeit entfernt. Also fern. Ne, wir wissen ja, was in Kellern so passiert. Ja. Okay, er wollte da noch antäuschen, aber ich dachte mir, nee. Ich werfe die Palette, ich bin jetzt safe. Okay. Feinsteller folgt mir noch. Hier ist kein Keller, super. Ja, nee, doch, der steigt durch. Hat aber ein bisschen gedauert, bis er sich entschieden hat. Das gibt mir natürlich jetzt auch gut Distanz. Okay. Perfekt, das hat soweit geklappt. Nicht. Komme ich hier zu irgendwas? Ich glaube, dort ist eine Palette. Oh, okay. Warte, dem hat mir da gerade echt den Hintern gerettet. Das hätte der fast gehabt, ne? Okay. Zerstören. Okay, ich hatte die Sorge, dass er vielleicht durchs Fenster steckt. Deshalb bin ich hier außen lang. Jetzt kriege ich aber den Sprung. Ne? Das war riskant. Oh, das war dumm. Hm. Die Palette habe ich schon benutzt, ne? Ja? Nee? Okay. Ja, wie gesagt, weiter weg vom Keller laufen. Wir wissen ja, wo er ist. Da hinten habe ich noch eine Palette. Okay. Steckt durch, sehr gut. Er jagt jemand anderen. Okay. Super. Dann heile ich mich mal schnell. Nee. Oh, nee. Nee, 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 nee. War ein dummer Fehler. Ah, war wirklich dumm. Ich dachte, der ist jetzt abgelenkt. Aber man sollte niemals irgendwie das Schild fallen lassen, sag ich mal. Okay, dort hinten wird's repariert. Wir haben erst einen Gen geschafft. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass wir mehr schaffen. Aber gut. Dankeschön. So, wieder aufleben ist jetzt aktiv. Heißt, du würdest mich jetzt... Ja, ab jetzt schon heilen. So, das ist sehr gut. Dadurch brauchst du halt jetzt nur 8 Sekunden. Killer hat Tüftler. Deshalb kam der jetzt so tonlos an. Und der Killer hat, so wie es aussieht, auch sehr klar... Mädel, lauf! Elodie.
Jagt er mich oder... Es sah halt so aus, als würde der komplett auf mich gehen wollen, aber... Ist er zum Glück nicht. Wahrscheinlich, der will halt der braucht halt jetzt einen Kill, ne? Und ich sehe dorthin den Jake rumalbern und ich meine, kein Wunder, dass wir erst zwei Gens haben. Wenn Jake die ganze Zeit mit Taschenlampe mit dem Killer hinterherläuft und halt nichts macht, ne? Feinschiller hat sich jetzt das Ziel gesetzt, Elodie zu jagen und Jake läuft dort immer noch mit. Das ist halt das Problem an Taschenlampen, ne? Man, klar, es ist cool, wenn man dem Killer wirklich jemanden von der Schulter brennt und das irgendwie schafft. Aber die ganze Zeit jemanden hinterher zu laufen, in der Hoffnung vielleicht blenden zu können, ne, der Killer guckt dann halt einfach eine Wand an oder so. Und dann bist du halt wirklich die ganze Zeit nur hinterhergelaufen und an Gens ging halt in der Zeit auch nichts an. Dadurch verwirft man halt das Spiel. Keine Gens gehen an und die Überlebenden haben es am Ende schwerer. Und der hat auch direkt gerettet. Das einzig Gute, was, ne, gut, klar, wir haben jetzt mit meinem Gen gleich drei Gens durch, das ist sehr gut. Und was auch noch gut ist, ist, dass er gefühlt keine Fallen gelegt hat. Vielleicht sitze ich jetzt vielleicht beim Keller ein paar, aber, ja. Ich muss halt wirklich aufpassen und vom Keller fernbleiben. Ich meine, wir haben ja in der letzten Runde gesehen, was beim Keller passiert. Okay, hier liegt auch noch eine Falle unbenutzt. Okay, hat er sogar auch hier die Wand zerstört, okay. Na gut, mal schauen. Ich repariere einfach weiter. Also, das Schöne ist aber in der Runde, ne, es kam gerade, man hat zumindest mal alle Perks irgendwie gesehen. Wieder aufleben war halt auch super, weil hätte die Elodie es jetzt nicht geschafft, ne, mich voll zu heilen, hätte sie jetzt halt, nee, der hat keinen Tüftler, Spielzeug. Genau, nee, lass mich erstmal Gedanken zu Ende bringen. Es war gut, dass ich wieder aufleben habe. Das war richtig wertvoll, diese Runde. Weil in dem Moment, in dem der Fallensteller halt zurückkommt und Elodie sieht, wie sie mich heilt, und Elodie halt vielleicht wirklich 16 Sekunden braucht, anstatt der 8 Sekunden durch wieder aufleben, dann geht er natürlich wahrscheinlich auf das Ziel, was halt verletzt ist und was er schneller bekommen kann. Und das wäre dann halt ich gewesen. Dadurch, dass wir halt beide gesund waren, ging das nicht so gut auf für ihn. Okay, also er hat Spielzeug, das heißt, er hat kein... Also gut, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch Tüftler hat, aber er hat zumindest Spielzeug. ja, wir ziehen das so durch. Das heißt, er kann mich halt ziemlich übel überraschen und erschrecken. Das heißt, ich muss mich nochmal besser umschauen. Hier ist eine Falle. Hat also anscheinend doch eine gelegt. Okay, die ist raus. Ich weiß nicht, ob er irgendwie selbstaufstellende Fallen oder sowas mit hat. Gefühl der Zweinsteller muss man schon fast solche guten Addons mitnehmen, um irgendwie einen Stich zu sehen. So, ich ziehe weiter durch. Ich weiß, ich habe jetzt ist auch keine Lust, irgendwie mein Totem zu suchen. Lieber ziehe ich den Gen durch. Ich weiß ja, dass Jake wahrscheinlich die ganze Zeit hinterherläuft. Elodie hat jetzt mit mir mal ein bisschen mit repariert. Ich weiß, dass nirgendwo anders noch ein Gen angeht, heißt... Besser, wir reparieren jetzt viel. Okay, aber ich denke, das sollten wir schaffen. Okay, irgendein Totem wurde zerstört, aber da sollte jetzt schon drei... Okay. Schon drei Spielzeug-Totems hier insgesamt haben. Das ist natürlich jetzt fies. Ich höre keinen Herzschlag und jetzt retten zu gehen ist halt... Jake rennt dort wieder Kreise vorm Keller. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der den Keller dicht gemacht hat mit Fallen. Ja, da kommt er wieder her. Hat er hier eine Falle? Nein. Ich gehe schnell runter. Ich habe zwar keine geliehene Zeit, aber... Wenn ich Mac gut schütze, kriegen wir das hin. Mac hat sogar noch Entscheidung... hat am Neben gerade gezündet. Leute, passt bitte auf. Ich meine... Klar, es ist ein Fallensteller und jetzt keine Fäule oder Krankenschwester, aber... Genau, den zu unterschätzen, endet halt auch bloß damit, dass du am Haken landest. Gerade wenn dein Hart im Nehmen, er kommt her, schon gezündet hast. Boah, ist so gut, kalter Rückenschauer gerade. Dass mir einfach die Infos gibt, wenn der Killer herkommen möchte. Ich weiß gerade auch nicht, wo das andere Tor ist. Also wir haben eins da. Hier hinten? Dort hinten ist noch eins. Ja, lieber gehe ich mal zum Tor und versuche das zumindest auf 99 zu bringen. Einfach damit wir schon mal irgendwie eine Möglichkeit hätten zu entkommen. Keine Falle da.
Okay, bei dem Tor wurde ein bisschen schon mal gearbeitet. So, hallo Mac, ja, du kannst drei Kreise machen, wunderbar. Jake ist vom Haken gekommen. Von der Schulter. Nee, das ist nicht Jake, das ist Elodie, weil die lag ja gerade eben, aber wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Wir sind alle durch Spielzeug verflucht. Das heißt, wir hören wahrscheinlich alle. Also niemand hört gerade Herzschlag. Boah, ich habe so Angst, dass der Blutwächter hat. Ja, ich hau lieber ab. Hab genug Generatoren für in dieser Runde gemacht für mein Team. Ich kann da lieber entkommen und die Geschichte erzählen. Klar, ich könnte jetzt auch noch versuchen, Elodie zu retten. Ich meine, Jake dort unten im Keller, den habe ich schon abgeschrieben, aber Elodie anscheinend nicht. Krass. Hat Jake irgendwas? Nee, der hat nichts. Die haben nichts, um hier irgendwie. Doch, der Elodie hatte geliehene Zeit. Ah, ja. Jake kann jetzt hier nochmal Mac retten. Damit kommen vielleicht zwei Leute noch raus. Wahrscheinlich kommt eher noch eine Person raus. Oh ja. Das ist halt. Wir sehen, das ist halt echt verrückt, ne? Wir sehen. Oh, Leute! Wir sehen gerade echt die Stärke von Spielzeug, ne? Keiner hört Herzschlag, niemand weiß so richtig, was abgeht. Entscheidungsschlag. Ja, vor allem wie die da noch. Leute. Wir sind gerade nicht in einer Position, wo wir klickern müssen, ne? Okay, er holt sich jetzt die Elodie hier hinten. Jake versucht sich in Position zu bringen. Dadurch, dass hier das Endgame ist und hier überall schon rote Streifen sind, kriegt er vielleicht sogar hin, dass der Feinstelle. Jake, vor allem, er rennt dem Killer hinterher, klickert die ganze Zeit, aber keine einzige Taschenlampenblendung nie unter. Und Mac ist nochmal in eine Falle gelaufen. Wo ist Macs Falle? Oh nein! Das ist ja richtig bitter. Okay, ich bin echt froh, dass ich abgehauen bin. Okay, die erste Taschenlampenblendung, das war, denke ich, auch eine sehr wichtige. Mac haut direkt ab. Ja, Leute, es ist halt schwierig, jetzt die Elodie da noch zu retten, gerade wenn ihr kein Hart im Nehmen oder sowas habt. Die wollen aber auch nicht aufgeben, ne? Das ist echt gutes, also krasses Teamwork hier, aber. Vor allem Jake klickert, damit Feinstelle auf ihn geht und Mac vielleicht nochmal entkommen kann. Das ist jetzt überhaupt nicht gut gelaufen. Ja. Echt krasse Wunder. Okay, Jake versucht es jetzt nochmal, während der Feinstelle jemanden aufhebt. Oh, das war gut. Also das ist gut, das war böse halt, ne? Er hat ihn halt hinter sich her tippeln und dachte sich, okay, nee, ich lasse dich jetzt nicht retten, während ich jemanden aufhänge. Damit hat er schön damit gespielt, dass Jake dachte, er kann hier alles machen. Aber krasse Runde, der Killer hat nochmal 3 Kills gemacht. Aus einer Runde, in der er wahrscheinlich höchstens 2 gemacht hätte oder vielleicht sogar nur 1. Aber gut, ja. Aufgezehrte Hoffnung, das wurde wahrscheinlich einfach zerstört. Dann hatte er überall noch Spielzeug stehen, Pop und korrupte Intervention. Naja, krasse Runde. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!